Bevorstehendes und letzteres eines insgesamt coolen Kanals, kurz auch Bulai genannt. Zu einer neuen Folge von Bulai. Es ist die vorletzte Folge, denn ist ja schon bekannt, dass dieses Projekt nur 15 Parts haben wird. Und dafür wird es dann ein Nachfolgeprojekt geben. Und ihr habt letzte Folge abgestimmt, was für eine Art es geben soll. Und ja, vier Leute haben abgestimmt. Zwei waren für, es soll Bulai Staffel Nummer 3 kommen. Also nach Pokémon Go und Auto Truck Simulator, die dritte Staffel. Und zwei Leute waren dafür, dass was anderes, was Neues kommt, statt eben Bulai. Und ich dachte mir jetzt, okay, wenn wirklich so ausgeglichen ist, dann ist es eher in meiner Hand, also es wäre es sowieso, aber wenn ihr eher gemischte Meinungen habt, dann ist es voll okay, wenn ich das selber dann in die Hand nehme, diese Entscheidung. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich was anderes als Bulai machen möchte. Einfach mal, um neuen, besten frischen Wind reinzukriegen. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Sache. Genau. Dann kommen wir auch gleich zu den Kanalneuigkeiten. Und da gibt's Folgendes. Und zwar habe ich jetzt 2699 Abonnenten, also ein Abonnent vor den 2700, also ziemlich cool. Und ja, dann können wir auch gleich weitergehen zu den Top-Listen. Zur Top-Liste der Uploads. Platz 5 ist ein Switch Communication Part 79 ist das. Und der hat 76 Aufrufe und 18.0 Likes. Dann auf Platz 4 ist die große Animal Crossing Bewohnerumfrage. Und diese ist mit 51 Aufrufen und 19.0 Likes auf Platz Nummer 4. Auf Platz 3 Switch Communication Folge 75, 76 Aufrufe und 10.0 Likes. Dann haben wir noch auf Platz 2 Switch Communication Part 69. Das hat 104 Aufrufe und 11.0 Likes. Und Platz 1 auch Switch Communication Part 73, 86 Aufrufe, 12.0 Likes. Also man sieht, dass ihr am allerliebsten Switch Communication schaut. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues an sich, dass ihr Communication mögt. Und ja, deswegen wird es auch weiterhin geben. Und ich halte hier mal kurz ein Nickerchen. Gut, weitere Uploads, die noch kamen, sind Twitch-Streams. Die sind jetzt jedoch auf meinem alten Kanal umgewandert. Also die gibt's jetzt nicht mehr auf, also die gibt's auch in der Livestream-Playlist, da füge ich sie auch hinzu. Aber ich werde die nicht mehr hochladen auf nicht gelistet oder so bei mir am Kanal, sondern auf meinem Zweitkanal. Also schaut jetzt einfach ab und zu mal in der Livestreams-Playlist vorbei. Oder was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr meinen alten Kanal abonniert und da seht ihr dann immer, wenn eine neue Livestream-Aufzeichnung da ist. Genau. So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben und ich finde es auch ganz gut, weil diese ganzen nicht gelisteten Videos, die gehen dann auch wie unter und machen mein Videofeed ein bisschen kaputt. Auf dem alten Kanal ist es dann nicht so wichtig, wie das da ausschaut. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine ganz gute Idee und ganz gute Sache. Gut, was auch noch kam, ist Maritello. Da geht es ja auch nicht mehr lang, Maritello, aber da mehr Infos gibt es dann im nächsten und letzten Maritello-Part. Dann testedich.de kam recht viel, aber das ist auch schon beendet, das Projekt. Da ging es viel um, ja, testedich-Tests und Quizzes. Und ja, die waren ganz nett. Und die habe ich quasi in der Klausurenphase, also in der Prüfungsphase aufgenommen, weil ich da nicht wirklich für was Aufwendigerem imstande war. Und Switch Communication kam da eben auch recht viel, weil ich eine Möglichkeit gefunden habe, da ziemlich, ja, ohne zu großem Aufwand recht gute Folgen rauszubringen. Und euch gefällt es soweit auch. Und das ist eigentlich eine gute Situation dann. Wieso blinke ich eigentlich? Ach, keine Ahnung. So. Dann, was auch noch kam, ist ein Jump League Video von Minecraft. Das beinhaltet, also da rede ich über mein Meerschweinchen, das habe ich meinem Meerschweinchen gewidmet, welches leider verstorben ist. Und genau, das ist, liegt mir sehr am Herzen, dieses Video. Dann ist ein Projekt gestartet, welches sich Animal Crossing Glückskicks Schätzeln nennt. Ein sehr toller Name. Es ist eine Nachfolge von Bingo Lotto, weil Bingo Lotto ja zu Ende ist, letztes Jahr zu Ende gegangen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das so ausschauen wird. Dann ist bisher schon eigentlich ganz lustig. Genau. Dann kam noch ein Jahresrückblick, viel zu spät, aber im Februar. Aber es kam einer. Dann kam noch ein Valentinstags-Video aus Animal Crossing Pocket Camp.
und eine Reaction auf meine, auf mein Silvester-Special 2019, also auf meine eigenen Intros, was ich da mir dabei gedacht habe, wie die entstanden sind und so Zeugs. Das ist relativ interessant, denke ich. Und auch noch Streamer-Kündigungen, die ich halt danach wieder auf privat stelle, weil wenn der Stream vorbei ist auf Twitch, dann brauche ich sie ja nicht mehr online haben auf YouTube. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von so Streamer-Kündigungen haltet und wie ihr am liebsten mitbekommen wollt, dass ich auf Twitch streame, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt. Und ja, an alle, die gerne meine Streams verfolgen, folgt mir einfach auf Twitch. Das ist wirklich keine große Sache. Ich glaube, es sollte für keinen ein Problem sein, sich ein Twitch-Konto anzulegen. Und ja, ich wüsste nicht, was daran eigentlich nicht möglich wäre. Also, das kriegt jeder hin, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Dann haben wir das hier. Perfekt. Und wir schauen uns das mal kurz an, ob wir jetzt irgendwas leisten können. Was haben wir hier? Niederlande. 25.000. Haben wir noch was? 30.000, 32.000, 30.000. Ja, holen wir uns Niederlande, würde ich sagen. Oder warte mal, wir haben doch ein Ding noch. Wir können uns doch beim Ding was holen. So eine Lizenz, glaube ich, können wir uns holen. Navigation, Karriere. Diese Dinger da. Wir schauen uns das mal kurz an. Geht gleich weiter. Hier können wir uns doch solche. Hier gibt's es nicht. Gibt's hier noch ein anderes Lagerhaus? Nee, nicht wirklich. Euroacres gibt's vielleicht noch. Na egal, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal. Obwohl es ja quasi der letzte, nächstes ist der letzte Part, deswegen denke ich, dass es schon Sinn macht, dass wir uns jetzt mal Holland, also Niederlande kaufen. Ich glaube, das ist gar keine blöde Idee. So. Weil der nächste ist der letzte Part von Bulaik dieser Staffel und danach werde ich, ja, wahrscheinlich eher seltener spielen. Haben wir nur eine Stadt, okay. Käse, Käse. Ja, nehmen wir Käse nach Amsterdam. Okay, dann koppeln wir uns mal an. So. Ihr kennt nicht den guten Warschauer Käse. Gut. Genau, diese Videos kamen alle. Und Streams gab es auch einige. Und zwar auf YouTube gab es einen Stream. Und zwar gab es da den Mega Man 11 Stream. Da haben wir weitergespielt. Sind es ungefähr bei der Hälfte. Also wir haben jetzt die ersten, die Vorstory, also die Story erstmal abgeschlossen und jetzt kommt noch die Boss-Story. Und ja, Mega Man ist in so zwei Teile immer aufgeteilt und den ersten Teil haben wir jetzt quasi gespielt. Also ziemlich gut. Und ups, da ist mich abgerutscht hier von meinem Stuhl. Gut, das wird es auch noch bald zu Ende gehen, denke ich. Also Mega Man. Dann kam auf Twitch Dapper Dada Streams, Just Dance 2020 Streams. Da möchte ich mir jetzt auch bald das Unlimited holen, also da wird es da auch noch mehr geben. Pokémon Schwert Schild, der vierte Stream war das. Wir sind schon ein bisschen weiter. Lief zwar nicht ganz so nach Plan, aber ja, ihr könnt selber schauen. Wir haben uns eine coole Methode rausgefunden, um trotzdem noch weiterzumachen. Und ja, dann haben wir noch Mario Kart 8 Deluxe gespielt. War auch ziemlich lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann noch Fear of Clowns, ein Spiel, was ich von einer netten Zuschauerin bekommen habe, geschenkt bekommen. Und dann habe ich natürlich auch gespielt, ist ja klar. Ein, ja, ganz nettes Clownspiel. Ja, war leider am Schluss eher schlecht als recht, aber war trotzdem war ein lustiger Stream. Das haben wir dann durchgespielt. Und dann haben wir noch einen Keygame-Stream gehabt. Und ich habe zwar mal gesagt, dass ich Keygame-Streams wahrscheinlich auch auf YouTube mache, aber da habe ich mich jetzt umentschieden. Also ich möchte Keygame-Streams jetzt trotzdem auf Twitch machen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass, ja, ich möchte mit den Gaming-Streams an sich einfach komplett auf Twitch gehen, außer eben Govacation und Super Dust Card. Und deswegen ist ja Keygames auch fehl am Platz, wenn wir das auf YouTube lassen, weil bei den Keygames können ja Spiele uns gut, sehr gut gefallen, wie auch im letzten Keygame. Das ist dieses Pizzaspiel, das fand ich ultra geil. Also das werden wir vermutlich auch nochmal weiterspielen. Später mal in einem separaten Stream. Und ja, dann würde sich das eben so weiter hinziehen und das möchte ich nicht. Ich möchte gerne
Ich möchte schon gerne das so haben, dass ich eben auf Twitch alle Games außer eben Superskat und Go Vacation habe. Genau. Dann was von den Streams und ich habe einen, ich habe es aufgeschrieben, löcherigen Uploadplan. Also es gibt ein paar Sachen, die fix sind und dann eben noch was drumrum. Und dann schaue ich mir eben die restlichen Videos an, was ich da halt gerade bringen kann. Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich montags und freitags Switch Go Vacation geplant habe. Am Donnerstag habe ich Glückskeksschätzen geplant, also den Bingo-Lotto-Nachfolger. Und was ich auch Donnerstag geplant habe, ist ein Horror-Stream, sei es jetzt Dead by Daylight oder ein anderes Spiel mit Horror und dann Dead by Daylight im Anschluss. Habe ich so geplant. Natürlich, wenn irgendwas nichts zustande kommt, dann werde ich das auf meinem Discord sagen oder halt schreiben. Also kommt auf meinen Discord auf jeden Fall. Und da werde ich da auch alles Bescheid sagen. Aber geplant ist es. Und Uploadplan heißt auch, was geplant ist. Und das ist ja keine Pflicht, das so durchzuziehen. Aber ich gebe mein Bestes, es doch möglichst hinzukriegen. So, genau. Streamplan, wie gesagt, donnerstags Horrorspiel und dann. Kommt halt drauf an, wann, wie und wo ich Lust und Bock und was auch immer ich dann spielen möchte. Genau. Dann hat er mitbekommen, ist trotzdem, obwohl ich gesagt habe, dass bald wieder Superskat kommt, kein Superskat gekommen bisher im Februar. Und das liegt daran, dass ich mir momentan Superskat noch nicht so wirklich fehlt. Natürlich ist es ein tolles Spiel und macht es auch ultra Spaß, aber ich habe es das schon länger nicht mehr gespielt und momentan fehlt es mir nicht so wirklich. Also es ist so, dass ich jetzt noch sehr viele Videos aufgenommen habe und geplant habe, die ich jetzt erst bringen möchte, bevor ich SuperDuskCut bringe. Ich denke, spätestens im März wird es mit SuperDuskCut weitergehen und da möchte ich mir auch versuchen, es ein bisschen so wie Switch Convocation zu machen, dass ich da ein bisschen mehr in dieses Uncut reinkomme, dass ich das viel schneller und einfacher aufnehmen kann und dass ich halt dann auch streamen kann, weil durch das Schneiden verliere ich sehr viel Zeit, dass ich fast lieber in Streamen dann eigentlich investieren würde. Und ja, da muss ich jetzt im Streamlabs noch ein bisschen schauen, weil das momentan ein bisschen rumzickt. Aber an sich hätte ich da Bock, SuperSkat auch auf diese Art, wie ich jetzt Switch Go Vacation eben bringe, auch zu bringen. Also, dass ich das mit, dass ich mit Intro alles einbaue und Outro und alles Mögliche und dass ich dann eben das so mache, dass ich dann möglichst, ja, dass ich das hinkriege, dass ich die einfach Start drücke und dann einfach Stopp drücke und das Ganze dann eben so hochladen kann, ohne viel zu schneiden. Das wäre schon so ein kleiner Traum, weil da müsste ich nicht so viel schneiden und es vergeht sehr viel Zeit auch bei einem SuperDuskCut-Video, welches vielleicht nicht so heftig geschnitten ausschaut. Genau. Dann geht's weiter mit, ja, kleiner Ansage. Ich habe 111 Twitch-Follower. Vielen Dank dafür. Es kommen auch in jedem Streamer ein paar dazu und momentan sind wir auch echt eine sehr, sehr coole Community in meinem Chat. Also es macht echt ultra Spaß. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zu einem bisschen ernsteren Thema, beziehungsweise einem Thema, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit. Ich spreche niemanden an, es soll sich auch bitte niemand angesprochen fühlen. Wenn es mal so vorgekommen ist, ist es egal, nur ich spreche jetzt für die Zukunft, dass es eben nicht nochmal passiert. Und zwar habe ich ja. Ist ja so, dass ich nicht viele Mods habe, also Moderators. Sei es auf Discord, auf YouTube, auf Twitch, überall. Und ich habe jetzt mal angefangen mit einer Sache, dass man eine Woche lang Mod auf meinem Discord sein kann. Und zwar kann man das gewinnen, sage ich mal, wenn man mich schlägt in Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe oder meinetwegen auch Mario Kart 7, wie auch immer, was halt jemand gerade hat. Und dann hat man eine Woche lang Mod auf meinem Discord. Ich möchte mir auch was ausdenken, dass ich bestimmte Leute für bestimmte Rollen mir überlege vielleicht. Aber eins bitte ich euch ganz einzuhalten, weil mich das echt ein bisschen auch triggert. Und zwar bitte äußert euch nicht unkonstruktiv, wenn es das Wort gibt. Also halt, wendet euch nur, also sendet nur konstruktive Kritik gegenüber den Mods und über mich bitte. Und nicht an die Mods selber. Und bitte, ja, bitte unterlasst diese Fragen wie, warum ist Typ XY, also warum ist der eine Mod und die eine
Mod, was soll ich was. Bitte hört damit auf, weil ich diese Leute, die das fragen, dann eher von der Prioritätenliste für eventuell neue Mods eben runternehme, weil ich mir denke, es ist okay, es ist okay. Ich habe gehört, dass du mit dieser Situation, dass die Person Mod ist, nicht einverstanden bist, aber stell dir vor, die Person wird dann auch Mod, die das eben blöd findet, dass die andere Person Mod ist, und dann haten die sich während dem Stream oder irgendwas, und da habe ich absolut keinen Bock zu. Also bitte schaut, dass ihr da möglichst, ja, dass ihr diese Sachen unterlasst, eben über Mods zu urteilen. Ich denke mir was dabei, wenn ich jemanden Mods gebe. Also ist es nicht so, dass ich sie random hin und her werfe. Und ja, das wollte ich nur mal angesprochen haben eben. Aber trotzdem bin ich für Anfragen immer offen, aber momentan finde ich eigentlich, brauchen wir nirgendwo was Neues, nirgendwo Veränderungen, aber okay. So, jetzt will er mich auflaufen lassen, der Arsch. Ey. Ey, was? Junge. Als ob der jetzt darüber fährt. Egal, dann nehmen wir halt das Ausfahrtsschild mit. Dann wissen die Nächsten hinter mir nicht, dass der Ausfahrt ist. Egal, nichts passiert, hat keiner gesehen. Gut, dann was auch kleines Neues ist, dass ich ein paar neue Channels auf meinem Discord habe. Und zwar einmal den Fanarts-Channel und einmal den Abstimmungen-Channel. Der Fanarts und ähnlich cooler Stuff heißt der. Oder Stoff, besser gesagt. Der ist dafür da, dass man eben Fanarts oder halt irgendwelche anderen Sachen, sei es jetzt, wenn jemand Merch von mir kauft oder irgendwie mir ein Bild malt oder irgendwas hat, was halt auf mich bezogen ist, dass man die, dass die Person dann quasi ein Bild reinschicken kann, also quasi Memes, GIF und mehr, nur dass es eben mich betrifft, also dass ich da halt irgendwie inbegriffen bin, das heißt es ist Meme für mich oder was ist immer was, also ihr wisst, was ich meine. Und Abstimmungen ist ein Channel, der dafür da ist, dass ich eben Abstimmungen reinposte und ihr dann Bescheid wisst, was es eben momentan für Abstimmungen gibt, weil die auch manchmal untergehen tatsächlich und dann viel zu wenige Leute abstimmen. Genau. Momentan ist, by the way, der Keygames Stream 6 Abstimmungslink drinnen, dass man da schon abstimmen kann für den nächsten Keygame Stream. Genau. So, dann schau mal kurz, ob hier noch eine Tankstelle kommt. Ja, das sollten wir schon hin. Das sollte hinhauen, ja. Oder? Naja, schauen wir mal. Ja, doch, das sollte passen. Genau, dann zu privates Digga. Und ich habe hier ein zweites Meerschweinchen, das wissen wahrscheinlich die meisten schon. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall meinen Snapchat, da poste ich ab und zu mal ein Bild davon. Und ja, ich finde es voll süß. Das heißt Chili. Und ja, es ist voll süß. Und es ist noch voll jung. Aber es ist trotzdem voll süß. Genau. Dann Uniphase, gibt's auch was Neues, und zwar ist die jetzt vorbei, also die Prüfungsphase. Und die war an sich ziemlich heftig und ich muss leider sagen, dass sie nicht ganz nach Plan verlaufen ist. Ich habe auch die verschiedenen Ergebnisse schon bekommen und ja, hätte besser sein können. Aber ich bin noch im Rennen, also im nächsten Semester wird noch weiter studiert. Und dann schauen wir mal weiter, genau. Dann kommen wir zur Musik. Und wir sind jetzt hier auf einem Streckenabschnitt, wo wir noch nicht waren, oder? Tatsächlich, hier waren wir noch nicht. Okay, es ist ganz neues Terrain, oder wie es bei den Blümchen sagen würde, wir betreten ganz neues Terrain. Aber gut. So, dann kommen wir zur Musik, wie gesagt. Und zwar ist die Playlist MMM19 da. Ziemlich coole Playlist. Ich mache sie sehr gerne. Checkt sie ab auf YouTube und Spotify. Links sind in der Beschreibung. Also das sind Lieder, also das ist eine Playlist mit Liedern, die ich den Monat sehr viel gehört habe. Also das ist vom Monat Januar quasi. Genau. Und was ich euch sehr auch ans Herz lege, ist die Nightly Thoughts EP von Nocturne, ein Bro von mir, oder mein Bro besser gesagt, und der hat da eine eigene EP veröffentlicht. Ich finde sie ziemlich cool, ihr könnt ja gerne mal reinhören, der Spotify-Link ist in der Beschreibung, genau. Gut, dann kommen wir auch zu den Empfehlungen, das sind vier Sachen, wie immer. Und zwar die erste Sache ist ein Video von auf dem Kanal von Mordado, und zwar hat er das Video hochgeladen, Zombie und Mordado sind Toaster. Okay. Und sie spielen da das Spiel Toaster Ball, ein ziemlich lustiges Spiel.
Also man kann es so ein bisschen wie kickende Köpfe vergleichen, dieses Browser-Game könnte man sagen. Nur dass man eben, dass sie im Toaster sind und es verschiedene Mechaniken gibt. Das ist ein ziemlich lustiges Spiel. Ich finde es ultra süß und ich finde es lustig. Dann die zweite Empfehlung ist, dass ja, ist ein Kanal und zwar habe ich den durch einen Shoutout von dem YouTuber Sef rausgefunden, beziehungsweise kennengelernt. Der YouTuber heißt Tobi Toast. Und er hat dann noch den Slogan dabei, LP, also Let's Plays mit Geschmack, also ja, ganz nett. Und der spielt Monstrum und FNAF, zwei Horrorspiele, die ich noch nie gespielt habe. Aber der macht es wirklich so komplett und ich liebe es, wenn sich Leute auf was spezialisieren und wirklich so was komplett spielen und so alles durchspielen, wie er bei Monstrum. Und das finde ich ultra cool und beeindruckend. Und deswegen die Empfehlung, wenn ihr mal Bock habt, ein bisschen FNAF oder ein bisschen Monstrum zu sehen, ist ein Horrorspiel. Ist ziemlich cool. Ich finde seine Art ganz entspannt und die Videos sind echt lustig. Dann die dritte Empfehlung ist ein Video von der guten Minimoni. Und zwar hat die das Video hochgeladen: Animal Crossing New Horizons. Versteckte Details. Da redet sie über Details, die noch relativ unbekannt auf YouTube sind, aber die sie rausgefunden hat und gelesen hat und so weiter und so fort. Ist ziemlich spannendes Video und auch ein Muss für jeden Animal Crossing Fan auf jeden Fall. Dann die letzte Empfehlung ist dann noch das Video Afraid of Fear. Ihr merkt wahrscheinlich am Titel, es ist eine Mischung aus Cry of Fear und Afraid of Monsters. Also bei den beiden Spielen von Team Psycholar, also die eben die Spiele Afraid of Monsters und Cry of Fear gemacht haben. Wieso bleibt der jetzt da verstehen? Der rote da rechts. Ist Stau oder was? I don't know. Ist hier 80? Ja, ich bin noch nicht schneller als 80 hier. Was hupst du denn jetzt hinter mir? Sollen das? Egal. Also das Video ist ziemlich lustig geschnitten und ist so ein bisschen meme-mäßig, aber ich finde es sehr, sehr geil. Also es macht ultra Spaß zum Anschauen und ich musste so oft hart lachen. Also echt eine Empfehlung wert. Jetzt ist der mir reingefahren, der Arsch. Okay. Egal. Wir bleiben jetzt hier nach der Kurve hier wunderbar stehen. Und ich sage, danke fürs Anschauen von der Folge. In der nächsten und letzten Folge stellen wir uns schön vor. Stellen wir uns, fahren wir schön nach Amsterdam, fertig, und wir können euch hier mal pennen eigentlich. Was haben wir für einen geilen Bart hier? Wie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zugepflegt. Tschüss.